Das Jahr 2022 ist zu Ende und ich habe in keinem Jahr in meinem Leben bisher so viel erlebt wie in diesem. 2022 war das Jahr, in dem ich spürbar erwachsen werden musste. Ich hatte meinen Geburtstag, ich hatte eine wunderschöne Feier. Ich habe geheult wie noch nie an meinem Geburtstag, weil ich einfach nicht erwachsen werden wollte. Ich hatte Abiturstress, genauso sah ich in der Zeit aus. Ich musste während meiner Abiturprüfung in Social Media, meinen Führerschein und mein Privatleben alles unter einen Deckel bekommen. Dann war meine Abi-Prüfung vorbei und ich musste unbedingt die Welt bereisen. Ich hatte meinen ersten gemeinsamen Urlaub mit meinem Freund. Zurück zu Hause angekommen, haben wir unser Abiturzeugnis bekommen und ab da ging es richtig los. Ich habe so getan, als würde ich für ein paar Tage alleine leben, um zu gucken, wie es ist. Ich war auf so vielen Events, habe so viele von euch Schätzen getroffen. Ich habe so lange an meinem Traumprojekt gearbeitet, dass ich jetzt endlich morgen um 15 Uhr verkünden kann. Ich bin in meine eigene Wohnung gezogen. Das war eine unfassbar komische und traurige, aber auch super, super interessante und spannende Zeit. Ich habe meinen Podcast gelauncht, ich habe das Großstadtleben ein bisschen erkundet, habe so viele tolle neue Leute kennengelernt. Jetzt ist das Jahr zu Ende und nächstes Jahr wird so viel passieren und ich freue mich, euch auf dem Weg mitzunehmen.